rufe auf den Tagesordnungspunkt 8, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 14.163. Selbstbedienungsladen Sparkasse. NRW braucht endlich eine Deckelung der Gehälter und Pensionen von Sparkassenvorständen. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die Piratenfraktion Herr Kollege Oleak das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer unterwegs. Ja, laut aktuellen Medienberichten können sich die Vorstandsmitglieder der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen über üppige Pensionsregelungen und exorbitante Gehälter freuen. Das ist die aktuelle Lage. Warum ich jetzt heute hier stehe, als Mitglied der Fraktion, als Nicht-Mitglied im HFA, ist ein anderer Ansatz, was ich kurz darlegen möchte. Vergangenes Jahr am 28.06. erschien in der Presse ein Artikel, in dem unter anderem die Vorsitzenden von Grünen und SPD, Herr Mustafizadeh und Herr Römer, entsprechend ein Ultimatum den Sparkassen gesetzt haben und diesbezüglich doch sich auch öffentlich für eine Deckelung stark gemacht haben in dieser Angelegenheit. Jetzt haben wir mittlerweile Februar 2017 und geschehen ist nach außen hin eigentlich nichts. Diesen Ball möchten wir gerne aufgreifen und Ihnen hier heute einmalig die Gelegenheit geben, eine gute Idee mit nach vorne zu tragen. Ich werfe ein paar Zahlen in den Raum. Wir reden hier von Gehaltskategorien und Größenordnungen. Unsere Ministerpräsidentin Frau Hannelore Kraft beispielsweise bekommt im Jahr ungefähr 247.000 Euro, nein, Verzeihung, 220.000 Euro und Frau Bundeskanzlerin Angela Merkel bekommt ungefähr 247.000 Euro. Dagegen halten wir mal einfach nach dem Sparkassengesetz die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute, besser bekannt als Sparkassen. Köln 913.000 Euro. Köln-Bonn 782.000 Euro, Aachen 700.000 Euro, Münsterland-Ost immerhin auch noch 660.000 Euro. Ich würde mal sagen, hier sind die Gehälter und Pensionen der Sparkassenvorstände definitiv aus dem Ruder geraten. Sparkassenvorstände in NRW, vor allem die Vorstandschefs, leben immer noch in einer der besten aller bestehenden Welten. Sie nehmen nicht einfach von jeder Seite das Schönste. Sie erhalten Vergütungen auf dem Niveau des Privatbankensektors und Pensionsansprüche wiederum, die sehr stark an die Altersversorgungsbezüge von Beamten erinnern. Ermöglicht wird ihnen das dadurch, dass auch die Lokalpolitiker in den Verwaltungsräten der Sparkassen die Luxusgehälter und Pensionen der Vorstände durchwinken und gerade nicht ihren Aufsichtspflichten nachkommen können. Denn die Politiker in diesen Verwaltungsräten, nicht alle, aber viele, sind wiederum abhängig von den Vorständen, wenn es beispielsweise um die Vergabe von Spenden an die lokalen Vereine geht, um die Kreditvergabe bei örtlichen Bauprojekten. Und genau dieses Konstrukt aus wechselseitigen Abhängigkeiten und Interessenkonflikten, ja, damit werden die Sparkassen auf einmal dann selber doch tatsächlich zu Selbstbedienungsläden. Genau aus diesem Grund fordern wir als Piraten, unverzüglich im Sparkassengesetz festzuschreiben, dass die Gehälter von neu bestellten Sparkassenvorstandschefs, also mit Blick in die Zukunft, nicht übers Knie gebrochen, auf höchstens 220.000 Euro im Jahr gedeckelt werden und die Gehälter von neu eingesetzten einfachen Vorstandsmitgliedern höchstens 150.000 Euro pro Jahr betragen dürfen. Zudem fordern wir, dass im Sparkassengesetz festgeschrieben werden muss, dass neu eingesetzte Vorstände privat auch für ihr Alter vorsorgen müssen. Wie gesagt, Rot-Grün hatte im letzten Juni medial ebenfalls einen gesetzlichen Gehaltsdeckel für Sparkassenvorstände in dem Fall sogar angedroht. Lassen Sie der Worte Taten folgen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch, Herr Oleak. Für die Fraktion der SPD spricht der Kollege Zimkeit.
Machen Sie sich mal keine Sorge, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, machen Sie sich mal keine Sorge, unseren Worten folgen Taten. Zunächst will ich aber ausführen, dass die Sparkassen wichtig sind. Wenn Sie mal zuhören, erfahren Sie es gleich. Ein bisschen Geduld, Herr Kollege. Zunächst will ich aber darauf eingehen, dass Sparkassen wichtig sind für unsere Städte, für die Menschen in unserer Städte. Die Sparkassen waren ein wichtiger Anker während der Finanzmarktkrise. Die Sparkassen stehen ortsnah zur Verfügung. Die Sparkassen stellen Menschengruppenkonten zur Verfügung. Ich nenne Beispiele Flüchtlinge, die sonst kein Konto bekommen würden. Und die Sparkassen sind wichtiger Kreditgeber für den Klein- und Mittelstand und damit wichtig für unsere Wirtschaft. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil unseres Bankenwesens und deswegen gilt es, diese Sparkassen zu verteidigen. Verteidigen müssen wir diese Sparkassen zum einen gegen Privatisierungsbemühungen, wie wir sie ja zwischen 2005 und 2010 in diesem Haus erlebt haben, unter der Überschrift Privat vor Staat. Und da ist ja die Ankündigung von FDP und CDU gibt, auch weiter Politik unter dieser Überschrift zu machen, muss sehr darauf geachtet werden, dass nicht wieder versucht wird, diese Sparkassen zu privatisieren. Verteidigen müssen wir die Sparkassen gegen die Überregulierung, die insbesondere von europäischer Seite gegenüber den Sparkassen vorgeschlagen worden ist, nämlich ausgerechnet denjenigen, die, wie ich gerade schon sagte, Anker der Stabilität in der Finanzmarktkrise waren, jetzt darunter leiden zu lassen, dass man Regulierungen, die für andere Bankenbereiche richtig sind, umsetzt, ist der falsche Weg. Die Sparkassen müssen auch weiter in der Lage sein und handlungsfähig bleiben. Und gerade hier darf es keine Überregulierung geben. Regulierungen sind aus unserer Sicht viel stärker im privaten Bankensektor notwendig, wie die Finanzmarktkrise gezeigt hat. Und wofür wir die Sparkassen noch schützen müssen, ist der Populismus, wie wir ihn gerade gehört und in dem Antrag der Piraten sehen. Weil zum einen, wer sich ein bisschen auskennt mit der Frage, wie denn die Gehälter von Sparkassenvorständen zustande kommt, weiß, dass Vorstände nicht hingehen und sich irgendein Wunschgehalt aussuchen, Herr Kollege, würden Sie sondern eine dass dem Ganzen ein Prozess, ein sehr transparenter Prozess und ein nachvollziehbarer Prozess zugrunde liegt, insbesondere wenn man ihn mit der Privatwirtschaft vergleicht. Denn ich wüsste nicht, wo sonst die Gehälter in diesem Bereich öffentlich gemacht werden. Bei den Sparkassen werden Sie das mittlerweile in NRW komplett. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Oliak zulassen, der auf dem Platz von Herrn Marschik sitzt? Ja, aber selbstverständlich. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Da Sie mir gerade wortwörtlich persönliche Populismus vorwarfen, möchte ich Sie fragen, ob Ihnen der Artikel und das Anschreiben des SPD-Fraktionsvorsitzenden Norbert Römers und des Grünen-Fraktionsvorsitzenden Mehrdad Mustafizadeh vom 28.06.2016 bekannt ist, in dem es wortwörtlich heißt, Sie drohten in einem gemeinsamen Schreiben jetzt damit noch vor der Sommerpause einen gesetzlichen Gehaltsdeckel zu beschließen? Vor der Sommerpause. Bitte schön, Herr. Ich habe Ihnen ja gerade gesagt, auf diesen Komplex werde ich gleich eingehen. In diesem Schreiben, was ich sehr gut kenne, weil ich es auch mit unterschrieben habe, ist aber erstens nicht vom Selbstbedienungsladen die Rede und ist zweitens von einem anderen nicht die Rede, nämlich von einem Gehaltsdeckel, der sich dann noch an der Frage von Politikern orientiert. Deswegen ist es Populismus. Ich gebe ja gerne zu, dass man darüber diskutieren kann, dass die Ministerpräsidentin für ihre Leistungen, die sie für das Land erbringt, auch besser bezahlt werden könnte. Verdient hätte sie es, aber sie macht es ja auch für den Gehalt, den sie bekommt. Warum ist das populistisch, wie Sie es vorschlagen? Zum einen ist es handwerklich schnell gemacht. Mit Ihrem Oberdeckel würden Sie ja bestimmten kleinen Sparkassen ja sogar zusätzliche Gehälter für Vorstandsvorsitzende geben. Das ist das eine. Zum anderen, welche Folgen hätte das denn? Worüber reden wir denn? Sparkassenvorstände sind in der Konkurrenz zu Sparkassen außerhalb Nordrhein-Westfalens, zu Volksbanken und zu privaten Banken. Und wenn Sie mit solchen Gehaltsdeckeln
die Sparkassen NRW nur noch die Möglichkeit geben, sich an der personellen Resterampe zu bedienen, weil die Qualifizierten wegen höherer Löhne schon weg sind. Dann schaden sie den Sparkassen, sie schaden den Städten und sie schaden den Kunden der Sparkasse. Und deswegen ist Ihr Antrag populistisch und vereinfacht. Wir haben als die Sparkassenverbände ihre aktuellen Empfehlungen vor. Ich verstehe die Aufregung gar nicht. Ja, ich weiß auch nicht, woran ich finde, es wäre schön, die Zwischenrufe so auseinanderzuhalten, dass ich sie höre, dann kann ich auch darauf reagieren. Ja, Herr Kollege, wir haben noch als die Sparkassen zwei unterschiedliche Empfehlungen für die Sparkassenvorstände vorgelegt haben. Sehr deutlich gesagt, dass das nicht ausreichend ist. Und wir haben sehr deutlich gesagt, welche Forderungen wir an die Sparkassen stellen. Erstens, wir erwarten eine gemeinsame Empfehlung der beiden Sparkassenverbände. Zweitens, wir erwarten eine Absenkung der Einstiegsgehälter. Dritter, warten Sie doch mal ab, Herr Witzel. Sie reden mal wieder was, wo Sie überhaupt keine Ahnung drüber haben, wie immer, wenn Sie hier dazwischen rufen. Könnten Sie zwischendurch, warten Sie doch mal ab. Herr Kollege, da gibt es eine Zwischenfrage. Des Weiteren jetzt nicht gleich. Des Weiteren haben wir gefordert, dass die Regel zukünftig ist, dass die Ruhegehälter selbst finanziert sind und weitere Zusagen darüber hinaus der absolut begründete Ausnahmefall sein müssen. Und wir haben gefordert, dass größere Anteile zukünftig auch erfolgsabhängig sein können, wenn dafür die Festgehälter sinken und dass diese auch an langfristigen Kriterien festgemacht werden müssen, nicht am kurzfristigen, sondern am nachhaltigen Erfolg für Sparkasse. Und wir haben gefordert, dass diese Sparkassenempfehlungen regelmäßig evaluiert werden. Und darüber haben wir uns sehr lange und sehr intensiv und sehr kritisch mit den Sparkassenverbänden auseinandergesetzt. Und sie werden in Kürze, das ist uns mittlerweile schriftlich zugesagt, die entsprechenden Empfehlungen, einheitliche Empfehlung der Sparkassenverbände erhalten, wo genau diese Forderungen erhalten sind. Und da können Sie ja jetzt alle zufrieden sein. Ihre Zwischenrufe, es passiert nichts, ist falsch. Ihrer Hinweis darauf, wir würden unseren Worten keine Taten folgen lassen, ist falsch. Wir haben in diesem Fall eine Lösung erreicht, die die Zukunftsfähigkeit der Sparkassen sichert, weil Verwaltungsräte handlungsfähig bleiben dafür und weil vor allen Dingen dafür gesorgt wird, dass nicht populistisch auf die Sparkassen eingegangen wird, zum Schaden ihrer Kunden. Herzlichen Dank. Herr Kollege, würden Sie noch hier bleiben? Nachdem Sie so freundlich waren und haben den Kollegen nicht drangenommen, liegt jetzt eine Kurzintervention vor. Steht Ihnen das? Bitte? Ja, Sie haben so ein langer Satz. Ich versuche seit 5 Minuten, Ihnen zumindest deutlich machen, dass es mehrere Anfragen gab. So, wer hat sich jetzt gemeldet? Auf dem Platz von Herrn Kern sitzt nicht Herr Kern, Herr Schatz sitzt auf dem Platz und der hat jetzt das Wort für eine Kurzintervention. Bitte schön. Ja, Herr Kollege. Ich gehe mal davon aus, Sie hätten die Zwischenfrage auch zugelassen, das gehe ich mal zu Ihren Gunsten von aus. Ich wollte auf Ihren Ausruf zurückkommen von wegen Resterampe, personelle Resterampe. Also das ist mal unabhängig davon, dass ich den Ausdruck bei Menschen Resterampe jetzt mal generell tendenziell schlecht finde. Möchte aber inhaltlich mal darauf zurückkommen. Also wenn Sie sagen, dass man jetzt bei 220.000 Euro im Jahr, Jahresgehalt nur die Resterampe bekommt, kann ich dann im Umkehrschluss davon ausgehen, dass Sie sagen, dass diese ganzen Top-Banker in der Privatwirtschaft, die sich mit Millionen im Jahr die Taschen vollstopfen und die maßgeblich für die Finanzkrise mitverantwortlich sind und die Banken führen, die nur mit Steuergeldern, mit Milliarden von Steuergeldern gerettet werden könnten, dass das die personelle Elite darstellt? Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Und ich will auch vollkommen deutlich machen, dass ich vieles, was da an Gehältern im Privatbereich bei den Banken bezahlt wird, insbesondere was Boni angeht, für vollkommen überzogen halte und auch für die Einschränkung solcher Boni sind. Nur Sie wissen, dass Sie eben bei den Sparkassen nicht von Gehältern von 10 oder 20 Millionen sprechen. Und wenn Sie sind wahrscheinlich der Mensch, der sagen, mir ist das egal, wie ich für eine Aufgabe bezahlt werde, wenn ich ein Angebot von der Sparkasse A kriege, die mir 220.000 Euro für die Aufgabe zahlt und eine Sparkasse B mir für das Gleiche 1 Million bietet, mögen Sie ja hingehen und zu sagen, Sie gehen zu der Sparkasse mit 220. Ich befürchte, die Qualifizierteren und Besseren, die diese Angebote kriegen,
gehen dann zur anderen Sparkasse. Und das wird dazu führen, dass nordrhein-westfälische Sparkassen in diesem Bereich benachteiligt sind. Ich sage es noch mal, wir haben hier angekündigt, in der Presse angekündigt, im HFA angekündigt, dass wir dafür sorgen, dass diese ausufernde Bezahlung und insbesondere diese ausufernden Ruhestände gestoppt werden müssen. Hier haben wir mit den Sparkassenverbänden die Empfehlungen aussprechen, wo die Verwaltungsräte ja durchaus noch drunter bleiben können und in der Praxis auch häufig drunter bleiben wirklich. Diese Sparkassenverbände werden das in ihre Empfehlungen aufnehmen, und das ist gut für die Sparkassen und damit gut für die Städte und unser Land. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Dr. Oppenheim. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ja ein bisschen hin und her gerissen bei dem, was der Kollege Zimkeit jetzt hier eben präsentiert hat. Zum einen finde ich es richtig, dass er darauf hingewiesen hat, dass wir bei einer Sparkasse es mit einer anderen Struktur zu tun haben als bei denen, die zwingend unter reiner Gewinnoptimierung arbeiten. Auf der anderen Seite hat er auf die Stabilität des Drei-Säulen-Modells so ein bisschen hingewiesen, aber aus meiner Sicht hätte man das, glaube ich, etwas differenzierter tun können. Aber Herr Kollege Zimkeit, was Sie da veranstaltet haben bei der Wahlperiode 2005 bis 2010, da haben Sie wieder auf den Märchenerzähler umgeschaltet. Also das Sparkassengesetz von 2008 enthält nun keinerlei Regelungen zu irgendeiner Form von Privatisierung, sondern ganz im Gegenteil, ist damals explizit von Ihrem Vorgänger Börschel mitgetragen worden. Und es hat sogar Regelungen gegeben, die auf Antrag der SPD reingekommen sind, weil wir solche Regelungen für sinnvoll gehalten haben, weil sie aus der Praxis kamen. Von daher sollten wir uns besser auf das gemeinsame Fundament abstützen, das wir damals geschaffen haben, dass Sie, Sie haben dann an der, erzählen Sie Ihre Märchen weiter, aber Sie tun den Sparkassen und dem Anliegen, das Sie hier vorgetragen haben, angeblich zu vertreten, keinen Gefallen, wenn Sie den Konsens hier an der Stelle gefährden. Die Frage aber auf der anderen Seite gerichtet an die Piraten, ob Führungspositionen bei öffentlichen Unternehmen angemessen vergütet werden, das beschäftigt in der Tat die Politik und die Öffentlichkeit seit vielen Jahren. Und diese Frage, das will ich sagen, ist auch grundsätzlich berechtigt. Da hat es in der Vergangenheit manche Übertreibung gegeben. Und ich erinnere nur daran, dass es auch mal eine Landesbank in Nordrhein-Westfalen gegeben hat, bei der man unabhängig davon, welche Couleur die Leute da hatten, sagen kann, sie haben, glaube ich, ein bisschen zu viel bekommen. Die Wahrheit ist aber auch, inzwischen haben, und das ist vielleicht an der Stelle schon etwas, was Sie ernsthaft mal bitte noch bedenken wollen, auch bei öffentlichen Unternehmen, gerade in kommunaler Hand und auch bei anderen, doch andere Maßstäbe schon Einzug gehalten. Da ist vieles in der Vergangenheit schon korrigiert worden. Ob das bei Stadtwerken, bei Landesbanken, Sparkassen, Beteiligungsunternehmen von Kommunen und von Ländern der Fall ist, da ist vieles in Bewegung gewesen. Da sind Sie jetzt nicht die Ersten, die auf die Idee kommen, dass man da Missstände beseitigen müsste. Den Anspruch haben Sie auch nicht, aber ich will an der Stelle nur sagen, das ist etwas, wo in der Tat die Diskussion weiter ist, als man den Anschein haben kann, nach dem, was Sie hier beantragt haben. Unsere nordrhein-westfälischen Sparkassen sind nämlich zweifellos in dem von Herrn Zimkeit zu Recht beschriebenen Wettbewerb mit anderen. Und dieser Wettbewerb wird eben nicht nur über Kunden geführt und um Kunden, sondern auch um gutes Personal, um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch um gutes Führungspersonal. Und deshalb sind die schon angesprochenen Verbandsempfehlungen sicherlich, gerade deshalb, weil Sie das Thema der Versorgung heute anders sehen als noch in der Vergangenheit, ein ganz richtiger Schritt in die richtige Richtung. Da hat es in der Vergangenheit manche Regelungen bei Sparkassen gegeben, die wir als normale Arbeitnehmer, als normale Beamtinnen und Beamte, als normale Pensionäre, als Rentner nicht verstehen können. Und das ist in der Zukunft, glaube ich, anders geregelt für alle neuen Verträge. Und das ist richtig so. Die Vergütung muss insgesamt mit Augenmaß erfolgen. Und trotzdem ist es richtig, die Vorstände sind Führungspersonal. Und Führungspersonal hat auch eine andere Qualifikation. Auch in einem bestimmten Marktsegment hat sie einen bestimmten Preis. Auch das ist Marktwirtschaft. Und solange wir Sparkassen in einen Wettbewerb antreten lassen, im Markt von Bankdienstleistungen, solange müssen die sich auch ein Stück weit an diesem Markt entsprechend orientieren können.
Das Thema Gehaltsdeckel ist aber aus dem eben schon von Herrn Kollegen Lindner richtigerweise in einem Zwischenruf angesprochenen Grund hochspannend. Es wäre nämlich durchaus eine Frage, ob wir uns nicht mit der Frage von Beteiligungsunternehmen der öffentlichen Hand insgesamt noch mal beschäftigen müssten. Es wäre nämlich schön, wenn die Beteiligungsunternehmen auch von Ländern und nicht nur von Kommunen in Nordrhein-Westfalen den Maßstäben entsprechen, die wir alle wahrscheinlich hier jedenfalls für im Grundsatz angemessen halten. Und da geht es schon um das Land Niedersachsen, Herr Finanzminister, Herr Wirtschaftsminister. Es wäre schon sehr schön, wenn auch SPD-geführte Bundesländer und ihre Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister das Maß hielten, dass wir gemeinsam, auch Sie, Herr Finanzminister, hier von Sparkassen und anderen immer wieder einfordern. Es ist gut, wenn auch Ihre Parteifreunde mit dem gleichen Maßstab messen würden, den wir hier alle an die anderen anlegen. Es kann doch nicht sein, dass wir 12 Millionen Euro Abfindung für jemanden als öffentlich nicht zu kritisieren bezeichnen, der für Ethik im Vorstand eines Beteiligungsunternehmens eines Bundeslandes tätig ist. Das kann doch nicht wahr sein. Und deshalb wäre es auch mit Blick auf das, was die SPD zum Thema bessere Löhne in der Zeit öffentlich erklärt, ganz gut, wenn bessere Löhne möglicherweise nicht nur gedeckelt würden bei Sparkassenvorständen, sondern dass bessere Löhne auch durch Ihre Parteifreunde in der Praxis gedeckelt würden bei Beteiligungsunternehmen der öffentlichen Hand. Herr Minister, ich bin sehr gespannt, wie Sie sich dazu äußern. Vielen Dank, Herr Dr. Offenbrink. Für die Fraktion Die Grünen spricht der Kollege Abel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Finanzmarktstandortes in Nordrhein-Westfalen. Wir stehen zum öffentlichen Auftrag der Sparkassen. Wir haben insbesondere in den letzten Jahren erfahren, dass sie ein wichtiger Partner sind. Ich nenne die Stichworte Basiskonten und Geldversorgung von Geflüchteten. Wir haben es den Sparkassen zu verdanken, dass Flüchtlinge Zugang zu einem Bankkonto haben, aber auch vielerorts durch die Institute direkt oder über Stiftungen Sport und Kultur gefördert wird. Und das gehört auch dazu, wenn wir hier heute über die Sparkassen sprechen. Wir Grüne haben erfolgreich für die Offenlegung der Vorstandsvergütung gekämpft. Wir glauben, dass die Transparenz dafür sorgt, dass Vertrauen in die Institutionen wächst. Diese Transparenz hat aber auch dazu geführt, und darauf haben die Vorrednerinnen auch völlig zu Recht hingewiesen, dass Disparitäten offenbar wurden. Unabhängig von Faktoren wie Kundenzahl, Mitarbeiter oder Bilanzsumme werden die zuletzt in den 90er Jahren überarbeiteten Verbändeempfehlungen interpretiert. Wir haben hier immer wieder eingefordert, das ist ja auch von Ihnen erwähnt worden, dass wir zeitgemäße Kriterien und Höchstgrenzen bei der Vergütung und bei den Anwartschaften von Sparkassen und Verbänden brauchen. Und wir haben in einem Dialog mit den beiden Verbandspräsidenten, die Fraktionen der Grünen und Sozialdemokraten, unsere Erwartungen an eine einheitliche Empfehlung für Kriterien formuliert. Meine Damen und Herren, noch in diesem Frühjahr, März wurde uns gesagt, wird es einheitliche Verbändeempfehlungen vom Westfälischen und Rheinischen Sparkassenverband geben. Wir haben uns heute Morgen rückversichert und haben erfahren, dass diese Änderungen intern bereits abgestimmt sind und durch die Präsidenten kommuniziert worden. Deswegen die aus meiner Sicht zentralen Punkte. Es wird eine regelmäßige Überprüfung der neuen Verbändeempfehlungen geben, alle 5 Jahre, ob diese noch den Marktgegebenheiten entsprechen. Also anders als jetzt. Ich hatte ja erwähnt, die letzte Überarbeitung war, glaube ich, Anfang der 90er Jahre. Für erstmalig bestellte Vorstände in der ersten Dienstvertragsperiode besteht die Möglichkeit der Reduktion der Dienstbezüge um 10%. Es wird das Kriterium nachhaltige Entwicklung des Instituts in die Beurteilung der Vorstände einfließen. Das ist wichtig für die Vertragsverlängerung und auch für eventuelle Bonuszahlungen. Die Anpassung des Jahresfestgehalts über eine Gleitklausel, zum Beispiel die Bindung an den Preisindex, wird den Instituten möglich. Und es wird eine beitragsorientierte Versorgung als Regelfall und Begründung und Dokumentationspflicht für eine Direktzusage im Einzelfall gelten. Wir begrüßen diesen Schritt, die gemeinsamen Verbändeempfehlungen, ausdrücklich. Wir danken den Sparkassenverbänden für den Dialog. Als Rheinländer darf ich das hier völlig unparteiisch sagen. Ich finde, dass der Rheinische Sparkassenverband mit seinen Verbändeempfehlungen da auch gut vorgelegt hat. Aber es ist jetzt gut, wenn auch Westfalen nachzieht. Wir glauben,
dass dieses Vorgehen, dass die Verbände selber aus eigenem Antrieb heraus im Dialog das gemacht haben und intern dann auch so eine Kultur haben, sich selber regelmäßig zu überprüfen. Wir glauben, dass das wirkungsvoll ist und ziehen das aufgrund der Ergebnisse einer gesetzlichen Regelung vor. Und wir hoffen, dass einzelne Auswüchse vor Ort dadurch eingedämmt werden. Wir wollen Transparenz, wir wollen klare Regeln, wir wollen eine Kultur der Selbstkontrolle, denn wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieser Institution vertrauen können. Und wir glauben, dass die Verbändeempfehlungen, die im Dialog mit den regierungstragenden Fraktionen zustande gekommen sind, dazu beitragen können. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Abel. Für die FDP-Fraktion spricht der Kollege Witzel. Nun, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich rein sprachlich schon der Logik des Kollegen Abel folge, muss ich mich ja jetzt mit den Ausführungen meiner Vorrednerin auseinandersetzen. Das will ich aber auch gerne tun und Ihnen auch von Seiten der FDP-Landtagsfraktion eine klare Orientierung geben. Wir sind nicht die Partei, die im Verdacht steht, für Sozialneid zu stehen, die missgünstig auf das Gehalt schaut, was sich Menschen erarbeiten, wo sie viel für geleistet haben, wo sie viel für Verantwortung übernommen haben. Nein, wir sind grundsätzlich der Auffassung, von unserer Orientierung her, wer hart arbeitet, viel Verantwortung trägt, der darf auch mehr verdienen als derjenige, der das nicht tut. Völlig unbestritten ist, dass qualifiziertes Personal für Kreditinstitute benötigt wird, dass das motiviert sein soll, dass wir wettbewerbsfähige Bedingungen brauchen. Trotzdem, bei all dem, was Sie auch grundsätzlich Richtiges gesagt haben zur Bedeutung von Sparkassen im Drei-Säulen-System, muss man natürlich schauen, derjenige, der eine öffentliche Absicherung hat, der auch erlebt, dass es helfende Hände im Hintergrund gibt, die auch im Zweifel schützend tätig werden, trägt auch nicht das Risiko, dass jemand in der Wirtschaft verantwortet, wo man nicht über Systemrelevanz oder den öffentlichen Eigentümer entsprechend abgefedert ist. Und wenn gerade SPD und Grüne hier vortragen, die Sparkassen hätten ja so viel an Regulierung zu tragen aus der EU, da haben Sie recht. Das ist so. An vielen Stellen muss man sich auch fragen, macht das für jedes regionale Institut so Sinn, die ganzen Dokumentationspflichten? Aber dann fangen Sie doch selber auch an, diesem Grundsatz zu folgen und machen Sie es denen nicht nach. Sie haben doch gerade erst die Übertragung der Frauenquote für die Sparkassen beschlossen, die Ihnen die Bude einrennen und darstellen, mit welchem zusätzlichen Dokumentationsaufwand das verbunden ist, welche Mehrkosten Ihnen stehen, an welchen Stellen Sie blockiert sind bei Personalentscheidungen durch all das, was Ihre neue Gesetzgebung jetzt vorsieht, völlig sinnfrei an dieser Stelle. Dann sollten Sie auch da, dort, wo Sie es in der Landesgesetzgebung beeinflussen können, auch glaubwürdig Ihren eigenen Beitrag dazu leisten. Und bemerkenswert ist ja das Verständnis, was hier SPD und Grüne vorgetragen haben zu Fragen der Gehaltsbeimessung. Da würde mich auch interessieren, wie der Finanzminister vieles sieht, der ja gerne sagt, wir müssen nicht nur diskutieren, was ist legal im Rahmen der Rechtsordnung, sondern wo hat man auch ein gutes Gefühl dabei, wo sagt man auch, das ist legitim. Das gilt natürlich insbesondere auch für öffentliche Unternehmen. Und Herr Kollege Zimkeit, wenn Sie hier warnen vor der personellen Resterampe, wenn man zu maßvoll in der Gehaltspolitik ist und das vor dem Hintergrund dessen, was Sie uns seit Wochen erzählen über die Ausrichtung von Herrn Schulz, die Debatte im letzten Haushalts- und Finanzausschuss, wo Sie sagen, höhere Löhne sind doch jetzt das Gebot der Stunde an dieser Stelle. Wen meinen Sie damit denn eigentlich? Die SPD stellt sich doch hin und sagt öffentlich als wichtigen Teil ihrer Kampagne im Wahljahr 2017, wir brauchen einen Deckel für Managerboni, wir brauchen die Deckelung von Vorstandsbezügen. Da wird doch der Eindruck auch verbreitet, den man ja an der einen oder anderen Stelle auch bekommen kann, dass einige da sehr, sehr ordentlich hinlangen und dafür nicht nur beste Leistung in Verantwortungspositionen abgeladen haben. Aber wenn das Ihre Skala und Ihr Maßstab ist, dann muss auch die Frage gestattet sein, welche Voraussetzungen sind eigentlich in öffentlichen, kommunalen Kreditinstituten notwendig, um Gehälter zu bekommen,
die über dem 500.000-Euro-Deckel der FMSA liegen, nämlich jedes Institut, was diese Stützung durch irgendwelche öffentlichen Gelder bekommt, ist bei 500.000 Euro, selbst beim Vorstandsvorsitzenden, gedeckelt. Und bei dem Unterstützungsregime, was die Sparkassen auch bei der kommunalen Eigentümerschaft im Hintergrund haben, muss man, glaube ich, schon begründen, wenn ein regional tätiges Institut Gehälter zahlt, die über die 500.000 hinausgehen. Da mag es im Einzelfall Gründe für geben. Die Beispiele der Piratenfraktion zeigen aber, dass es sehr viele gibt, die sehr deutlich darüber hinausgehen. Und warum dann bei einem regionalen Institut mehr gezahlt wird als bei einem überregional tätigen, wo es um eine ganz andere Bilanzsumme geht, die entsprechend zu verantworten ist. Diese Frage muss legitimerweise auch diskutiert werden. Und da haben Sie viel angekündigt in den letzten Jahren und gerade auch bei der Alterssicherung wenig auf den Weg gebracht. Sie haben jetzt unverbindliche Empfehlungen. Der Prozess hat jahrelang gedauert. Ich habe nicht die Zeit. Lesen Sie das mal nach in den Vorlagen des Finanzministers, wie er auch selber seinen Verdruss mitgeteilt hat, dass es da an dieser Stelle nicht so richtig beherzt weitergeht, obwohl Sie ja Sparkassen alle Wünsche erfüllt haben, wie die Sparkassenverbandsfusion, die Sie abgeblasen haben. Da haben Sie auch Deals abgeschlossen, wo ich glaube, wenn Sie ehrlich sind, Sie auch nicht all das so und so schnell bekommen haben, wie Sie sich selber vorgestellt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Witzel. Nun spricht der fraktionslose Abgeordnete Schulz. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sparkassen, Sparkassengehälter ist ja schon fast ein Lieblingsthema, ne? Auch von Ihnen, Herr Finanzminister. Fast 2 Jahre sind Sie durchs Land gereist, haben Ihren Finanzstaatssekretär wie den reitenden Boten zu den Sparkassen geschickt, um dafür Sorge zu tragen, dass die Vorstände auch ihre Gehälter veröffentlichen, dass die Vorstände ihre Gehälter veröffentlichen und darlegen, was so verdient wird. Und nun ja, es ist gelungen, und das, was wir heute hier vorliegen haben als Antrag der Piratenfraktion, ist im Prinzip eine logische Konsequenz dessen, was eben diese Transparenz der Gehälter offenlegt, nämlich ein starkes Gefälle auf der einen Seite, wie aber auch ein sehr hohes Gehaltsniveau im Bereich der Vorstandsvergütungen. Herr Kollege Zimkeit und auch Herr Kollege Abel, Sie haben hier das hohe Lied der Bedeutung der Sparkassen für das Land Nordrhein-Westfalen und aber insbesondere auch für die Kommunen gesungen. Das ist absolut legitim, hat aber mit dem Thema selber nur bedingt etwas zu tun. Das unterstreiche ich alles, was Sie hier gesagt haben, was die Bedeutung der Sparkassen angeht. Und jede Sparkasse ist ein eigenes Haus, dessen Zustand sehr, insbesondere wirtschaftlicher Zustand, sehr von den regionalen Gegebenheiten des Geschäftsgebiets abhängt. Und so wird man eben auch differenzieren müssen zwischen den Vorstandsgehältern der einen wie der anderen zur nächsten Sparkasse. Deswegen finde ich den Piratenantrag, ehrlich gesagt, was die Forderung angeht, etwas zu starr, zu unflexibel und sollte vielleicht dann im Rahmen der Beratung im Haushalt- und Finanzausschuss noch einmal genauerer Prüfung unterzogen werden. Allerdings, und das muss man sagen, auch im Zusammenhang mit der im letzten Jahr erhobenen Forderung nach der Deckelung der Vorstandsgehälter durch Rot-Grün, hat korrektiv und hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal die Vorstandsgehälter ausgewertet und kommen zu einem gemeinsamen Ergebnis, welches da heißt, die Richtlinien für Gehälter sind nicht transparent und wie diese insgesamt zustande kommen im Einzelfall, ist überhaupt nicht nachvollziehbar und trägt teilweise auch keine Anhaltspunkte dafür, wie man sie gegebenenfalls begründen könnte. Von daher ist es natürlich begrüßenswert, wenn in der Zwischenzeit eine Verbändeempfehlung der Sparkassenverbände angekündigt ist oder vielleicht sonst zumindest im Entwurf vorliegt, den würde ich natürlich in der Tat gerne sehen, da müsste man drüber schreiben, dann sicherlich drüber sprechen. Und auch der Finanzminister Norbert Walter-Borjans wird sicherlich sich dies zu einer Prüfung einverleiben und da auch noch was zu sagen. Und ich hoffe, wir erhalten die Gelegenheit, dies zu tun. Vielleicht dann schon im Rahmen der Beratung über den Antrag im Haushalt- und Finanzausschuss. Aber eins muss man noch mal zum Schluss festhalten. Das Ergebnis vieler Meinungsdarstellungen, auch derer von Rot-Grün, auch der von Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, sagte, im Prinzip ist es bei den Sparkassen Nordrhein-Westfalen so, da verdient, wie im Bereich der Manager in der Privatwirtschaft, und abgesichert sind diese Manager der Sparkassen
wie Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Und der Kollege Olejak sagte, glaube ich, eben ähnlich wie Beamte. Und da muss in der Tat mal regulierend eingegriffen werden. Und das ist keine oder wäre dann keine Überregulierung, die gegen das grundsätzliche bedeutungsvolle System der Sparkassen in Nordrhein-Westfalen spreche. Und von daher freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Dr. Walter Bruns. Herr Präsident, meine Damen und Herren, dass dieses Thema überhaupt auf die Tagesordnung kommen konnte, darauf möchte ich einmal hinweisen, liegt daran, dass Nordrhein-Westfalen das Land ist, das am ehesten sichergestellt hat, dass Sparkassen die Gehälter ihrer Vorstände überhaupt transparent und öffentlich machen. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt gewesen, um überhaupt in eine solche Diskussion eintreten zu können. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen möchte, ist, für mich ist unbestritten, dass unsere Sparkassen in der Kreditversorgung für den Mittelstand, aber auch darüber hinaus, dass unsere Sparkassen immer noch, auch wenn das schwieriger wird, in der flächendeckenden Gewährleistung für die Normalkunden und auch in der Vertrauenswürdigkeit des Finanzsektors eine ganz große Rolle spielen. Ich glaube, wenn wir die Sparkassen nicht gehabt hätten, wenn wir nicht insgesamt unser Drei-Säulen-Modell nicht hätten, dann hätten wir einen großen Nachteil auch für die Wirtschaft, nicht nur unseres Landes, sondern in der Bundesrepublik. Wenn Sie, Herr Schulz, sagen, aber bei den Sparkassen ist das so, die verdienen dann wie in der Privatwirtschaft und sind abgesichert wie die Beamten oder wie im öffentlichen Dienst, dann ist Ihnen eines vielleicht etwas entgangen. Nämlich, dass mir noch nicht aufgefallen ist, dass Top-Manager in der Privatwirtschaft nicht auch abgesichert sind wie im öffentlichen Dienst. Weil das ist nämlich ein Punkt, ich freue mich jedes Mal auf Podiumsdiskussionen mit denen, die in den Top-Etagen der Wirtschaft sitzen und sich über das Sicherheitsbedürfnis von Beamten auslassen. Und ich habe es da mit Menschen zu tun, die an nichts anderes denken, wie kriege ich mein Gehalt unter Dach und Fach und wie kriege ich sichergestellt, dass ich zu einem höchstmöglichen Punkt, egal was ich mit meinem Unternehmen mache, anschließend über Jahrzehnte versorgt bin. Das ist kein Phänomen des öffentlichen Dienstes. Das ist in den Top-Etagen unserer Wirtschaft leider ein ganz normales Phänomen. So, wenn ich mir jetzt bei all dem Wert, bei der Wertschätzung, die ich unseren Sparkassen entgegenbringe, angucke, auf welchem Gehaltsniveau die Vorstände bezahlt werden, dann muss ich ganz klar sagen, dann ist das gelinde gesagt exorbitant. Und es ist in vielen Bereichen so, dass das jedenfalls für meinen Geschmack mit dem Begriff Verdienen nicht mehr viel zu tun hat. So, und das ist aber auch wieder nicht bloß eine Frage der öffentlich-rechtlichen Wirtschaft, das ist auch eine Frage, ist ja oft genug in den letzten Monaten diskutiert worden, wenn es Unternehmen gibt, in denen der Vorstand das 141-fache des Durchschnittsverdieners verdient, in anderen im Durchschnitt das 57-fache, dann muss man diese Frage einfach noch mal viel stärker auf die Tagesordnung bringen. Das haben wir bei den Sparkassen gemacht. Über die Diskussion, über die Verbändeempfehlung ist gesprochen worden. Ich bleibe dabei, dass ich es nicht für richtig hielte, einen festen Betrag festzulegen, den man verdienen darf. Das ist, glaube ich, nur wirklich nicht nur nicht marktgerecht, sondern auch nicht zeitgemäß. Aber was auch nicht geht, ist, so zu tun, als sei das, was wir im Moment an Gehältern erleben, ein Marktergebnis. Es ist das Ergebnis in vielen Bereichen mutloser Aufsichtsgremien. Das muss ich auch einmal an diejenigen sagen, die hier vielleicht selbst in Aufsichtsgremien sitzen. Ich sitze auch in Aufsichtsgremien. So kommen da Gehaltsforderungen zustande, die fast ein bisschen den Eindruck des Transfermarktes im Fußball ausmachen und den Eindruck erwecken. So, wir können. Es gibt ja Beispiele auch in der Wirtschaft. Wir haben das gelesen, Beiersdorf hat nur das 17-fache des Durchschnittsverdieners als Vorstandsgehalt, wo man sehen kann, und die sind nicht ausgeblutet, ist ein erfolgreiches Unternehmen. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Oppenbrink zulassen? Ja, die lasse ich zu. Herzlichen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Aber ich habe in unserer gesamten Debatte bisher verstanden, dass der Kollege Zimkert der Einzige war, der das gesagt hat, was Sie gerade kritisiert haben. Haben Sie damit den Kollegen Zimkert kritisieren wollen? Nein, ich bleibe dabei, dass ich die Aufsicht und die Entscheidungsbefugnis auch in den Verwaltungsräten halten will. Ich glaube nur, dass wir insgesamt mal darüber nachdenken müssen,
wie man denn den Mut stärken kann, da drin auch mal eine abweichende Äußerung zu tun. Ich kenne das. Ich finde das immer interessant, wenn gesagt wird, da sitzen ja immer Politiker in den Aufsichtsräten. Wenn wir nicht in manchen Aufsichtsräten Politiker sitzen hätten, dann wäre diese Selbstkontrolle noch viel geringer, um das mal ganz deutlich zu sagen. So, das sind nämlich diejenigen, die bei diesen Fragen als erste Mal nachfragen, ob das eigentlich gerechtfertigt ist. Ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß auch, dass über die Gremien oder in den Gremien, in denen ich sitze und die Vorstände, über die wir entscheiden, wir denen zugemutet haben, bei einem Wechsel im Vorstand mit einem deutlich reduzierten Gehalt weiterzumachen. Und es hat nicht zu Qualitätsverlusten geführt. Das ist mal ein Punkt, an den müssen wir mal anknüpfen. Nur vor diesem Hintergrund finde ich den Ausgangspunkt, die Problematisierung durch die Fraktion der Piraten, absolut nachvollziehbar und richtig. Die Lösung ist nicht die richtige. Da müssen wir an anderen Stellen weitermachen. Aber es gibt genügend Punkte, an denen wir nicht nur diskutieren, sondern auch nachjustieren müssen. Das fängt an bei steuerlicher Absetzbarkeit. Dann muss man auch über Spitzensteuersätze reden dürfen. Aber man muss vor allen Dingen darüber reden dürfen, wie Aufsichtsgremien zu mehr Transparenz und mehr Mut kommen, auch mal offen darüber zu reden, ob das dann wirklich ein Marktergebnis ist oder ob man sich hier nicht nur einfach irgendwo drauf verständigt hat und gesagt hat, naja, da kommt jetzt mal wieder ein bisschen was drauf und man ist dann noch in der Pose dessen, der demjenigen etwas gegönnt hat. Ich glaube, da müssen wir alle auch ein Stück umdenken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Für die Fraktion der Piraten hat sich noch einmal der Kollege Oleak gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Minister, im Übrigen für Ihren Hinweis auch noch mal. An der Stelle gehe ich mal davon aus, dass sich nichtsdestotrotz an Ihrer Aussage, dass hier eventuell Besitzstände weiterhin festgeschrieben werden sollen, seit letztem Jahr nicht so viel geändert hat. Was mich persönlich jetzt noch mal sehr irritierte, waren gerade die Aussagen von Herrn Kollegen Abel und Herrn Kollegen Zimkeit in dieser Sache, die ich mal als "Wasch mich, aber mach mich nicht nass" irgendwie ganz schwer erinnern. Hinzugehen und zu sagen, die SPD fordert, die SPD fordert, die Grünen befinden sich im Dialog und fordern. Merken Sie was? Wer hat denn hier in diesem Haus die Mehrheit und kann Dinge beschließen? Ich sag mal, machen Sie sich ehrlich, und wir haben es hier sehr stark auf die Tagesordnung gebracht. Ich finde sogar in seiner stärksten Form, und von daher bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Schluss der Aussprache. Wir kommen. Ist hier nicht angekommen. Herr Kollege Abel, bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber ich bin jetzt auch persönlich angesprochen worden. Und das, was die Piraten hier die letzten zwei Tage abziehen, das geht mir wirklich ziemlich auf den Keks. Jetzt haben wir genau das, was Sie in diesem Antrag zu einem Großteil fordern. Das haben wir in dem Dialog mit den Verbänden haben wir das durchgesetzt. Die Verbände haben haben die Verantwortung erkannt, dass sie eine neue Kultur in den Verbandsempfehlungen machen, in den Verbände empfehlen. Und das ist auch nicht feige, Herr Kollege. Das ist unser Job. Das ist unser Job, mit Leuten zu reden und sie überzeugen. Und wenn die Verbände das selber machen, und wir einen Dialogprozess haben und diese Verbände im März ankommen, dann können Sie sich nicht hier so hinstellen und so tun, als wenn wir nichts gemacht hätten und wenn das hier alles, was wir hier vorführen, bla bla ist. Wir haben das angekündigt, wir haben das im Dialog jetzt durchgesetzt und das ziehen wir einer gesetzlichen Regelung vor, weil wir glauben, dass das besser ist, wenn die Verbände das selber machen und dass das mit einer Verbindlichkeit dann auch dahinter ist. Hören Sie auf, hier alles klein zu reden und auch die Rolle des Parlaments und die Rolle der Parlamentarier hier in den Dreck zu ziehen, nur weil sie 90 Tagen nicht mehr dabei sind. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Nun gibt es keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf verständigt, den Antrag, die Drucksache 14/163, nicht zu überweisen, sondern direkt abzustimmen. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrages Drucksache 14/163. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Dankeschön. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich?
Damit ist der Antrag abgelehnt mit Stimmen von SPD, CDU, der Fraktion der Piraten, bei Zustimmung der Fraktion der Piraten, bei Ablehnung des Kollegen Schulz und bei Enthaltung des Kollegen Schwert. Und der Antrag ist auch abgelehnt von dem Kollegen Stüttgen, von dem fraktionslosen Abgeordneten Stüttgen. Bitte? Ja, habe ich doch gesagt. Piraten zugestimmt. Abgelehnt von SPD, CDU, Grüne, FDP, bei Zustimmung der Piraten, bei Zustimmung des Abgeordneten Schulz. Nein? Schulz hat sich nein. Also Enthaltung des Kollegen Schwert bei Ablehnung des Kollegen Schulz und des Kollegen Stüttgen. Jetzt haben wir es. Vielen Dank. Ist nicht so einfach, bei drei fraktionslosen Abgeordneten das nachzuhalten. Für mich zumindest ab und zu. Vielen Dank, das war der Tagesordnungspunkt 8. Alles in Ordnung? Ach, die FDP hat sich enthalten. Vielen Dank. Wird notiert. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Das steht mir gar nicht zu, überrascht zu sein. Alles in Ordnung. Also, es wird festgehalten, die FDP hat sich der Stimme enthalten. Vielen Dank. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9.